Tutorial zum Thema Publisher, ein Layout-Programm von Microsoft. Ich habe folgende Ausgangslage. Ich habe diesen Entwurf für ein Informationsblatt erhalten. Es ist zweiseitig, erste und zweite Seite. Das wird nachher laminiert und im Museum aufgelegt als Information. Es geht um den Maler Franz Elmiger. Natürlich sehen wir hier den Maler und bereits ein paar Beispielbilder. Wie ist das Ganze bis jetzt aufgebaut? Links sehen wir eine breitere Spalte als rechts. Rechts befinden sich die Bilder untereinander und alle Bilder sind beschriftet. Wenn ich nach unten scrolle, staune ich aber, dass dieser Teil hier nicht in Spaltensatz gesetzt ist und die nächste Seite scheint die Spalten zu wechseln von breit schmal zu schmal breit. Aber wenn ich nach unten scrolle, sehe ich, dass da überhaupt keine Spalten mehr sind und hier zum Schluss tummeln sich noch vier Bilder irgendwie auf dem Papier. Die Beschriftungen sind auch nicht mehr unter den Bildern, sondern es sind nur noch Verweise, Abbildung 1 und so weiter. Dann muss ich das im Text wieder suchen, wo befindet sich die Erklärung für dieses Bild. Zuunterst habe ich die Quellenangabe auf der zweiten Seite, die fehlt auf der ersten Seite. Es wäre eigentlich praktisch, wenn jede Seite diese Fußzeile hätte. Ich habe das Ganze ein bisschen gebüschelt, dann sieht es nachher so aus. Ich habe das hier vorbereitet, dasselbe nochmals. Ich habe hier den Titel in einer anderen Schrift, ich habe das Logo des Vereins und ich habe die Bilder vergrößert, denn es ist ja ein Bilderbuch und es geht um einen Maler, der Bilder macht und hier sieht man auch den Maler ein bisschen besser. Ich habe die Biografie in einen gelben Kasten gesetzt und nachher seine Lebensdaten hier darunter, die hatten gerade Platz in dieser Spalte. Beide Spalten habe ich gleich breit gemacht, das muss nicht unbedingt sein, aber durch diese Vergrößerung der Bildspalte sieht man jetzt auch die Bilder hier viel größer. Natürlich geht das auf der zweiten Seite so weiter. Das habe ich aber übernommen von der Idee von hier. Das sieht ganz ähnlich aus. Also die zweite Seite ist oben fast gleich. Ich habe aber den Text unten in Spaltensatz gesetzt und mir lange überlegt, wie ich hier die Bilder büschle. Das hier sei das wichtigste Bild, deshalb habe ich es größer dargestellt. Und das hier sind einfach noch drei Beispielbilder, die habe ich hier unten platziert, ohne Bildverweise, sondern ich habe die Bilder gerade beschriftet. Den Text habe ich so groß gemacht, dass er gerade hier fertig wird. Das kann man gut mit Schriftgrößen und Buchstabenabständen, bis es dann passt. Die Fußzeile ist hier auf der zweiten Seite und natürlich auch hier auf der ersten Seite, also die Quelle ist immer ersichtlich. Jetzt legen wir doch einmal los, schauen Sie im nächsten Tutorial.